Tag! Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, von Anfang an wieder mit... Mit... Hey. Mit Joy. Joy, genau, mit 3000 Joy. O's. Ihr fragt euch sicherlich, warum neu? Ihr habt ja erst 3 Folgen, beziehungsweise du hast nur eine. Das ist so? Ihr glaubt es kaum. Auch ich gebe Geld für einen Server aus. Und die 4 Euro will ich gern wieder hier mit das Video einkassieren. Ich schick sie dir. Nein. Ich schick sie dir per Post. Warum, was ist da bloß drin? Ja, ihr seht mal wieder Charakter aussehen, bla bla bla, aber wir haben unsere Ruhe. Es läuft alles wie im Plan, hoffentlich. Na nee, du fuck. Und ja. Ich habe gelesen letztes Mal, wenn man beim Gebäude irgendwas abbaut, dass es nicht mehr als Gebäude zählt. Also. Das war deine Schuld. Warum hat der Elf mehr Farben? Achso, ist ja klar, ist ja auch ein Elf. Eine Krone. Eine lilane Elf. So. Ich mach's einfach wieder vor. Sieht eigentlich voll cute aus. Wer? Aber ich mach meinen Zopf nicht, der ist pink. Was ist Animation? Animation, wo? Ich mach mal 2. Achso. Ich brauch irgendwas Koralliges. Ja, das... Dann geht's um den Strand. Achso, hier ist noch erste Seite. Irgendwie kommt alles nicht so rüber. Aber die haben mehr Haare jetzt, ne, zur Verfügung. Waren das? Echt? Ich glaube ja. War nicht das? Ja, noch eine andere Krone. So. Ich bin eine Elfe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt männlich... Ja. Ja, sieht schon gut aus. Das sieht gut aus. Kann ich das ändern? Weiß. Das kann. Eine weiße Hose ist immer gut. Schuhe. No, das ist pink, aber der muss hier oben so. Ja, ich würde sagen, für den Elf perfekt. So. Bitte akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was? Es sieht wegen deinen Augen so aus, so. als wären das so die Augenform und das Innere wären deine Augen trotzdem blau, also dass nicht so zugedrückt sind, sondern einfach deine Augen sind. Genau das war der Plan. Das finde ich gut. Ja, Leute, quatsch schon mal mit Farm. Farm. Ein neues Gesicht. Du musst mit Moose größer als 3 sein. Und dann alle Einwohner in Staxel. Willkommen. Staxel. Ich bin übrigens Farm-Fan. Früher habe ich... Ich wurde geschickt per Post, um dir den Einstieg zu erleichtern. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Ich dachte, ja oder nein? Nein, das finde ich nicht gut. Die nickt aber. Hervorragend, dachte ich mir doch. Du bist also bereit, etwas über den Farm zu lernen. Ja. Ich kann dir gerne das Dorf zeigen und deine Fähigkeit beurteilen. Jetzt bin ich auch noch Lehrerin. Oh, fuck. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Ich weiß immer, was ich tue. Und dann bekommst du deine Pharma-Lizenz. Du freust dich zu sehr. Okay. Okay. Perfekt. Bin froh, das zu hören, obwohl ich ein Spiel eintrainiert bin und das gar nicht hören kann. Ich gebe dir erstmal eine kurze Führung durch die Stadt. Danke für diese kurze Führung. Dann gehen wir zusammen zur Farm rüber. Hand in Hand wie beste Freunde, obwohl wir uns erst jetzt 5 Minuten kennengelernt haben. Ich kann nicht hier weg. Ich hoffe, dass du dich schnell hier einlebst und zu Hause fühlst. Oh,
Wenn du dich verlaufen solltest, kannst du jederzeit auf die Karte schauen. Das gibt mein Gesicht. Folge mir! Tschüss. Erstmal Werbung für ihre sozialen Media hier machen. Kommst du? Die läuft alleine. Folg mir auf Snapchat. Snapchat? Snapchat. Alter, guck mal, die hat voll deine Frisur geklaut, ey. Leute, die portet bei mir. Echt? Jetzt. Die will wieder mit dir reden. Das ist das örtliche Gasthaus. Hier kann man den Tag nach getaner Arbeit schon ausklingen lassen. Ausklingen. Wow, der Besitzer kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst ja kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Was los? Und ich, kann noch mal ziehen. Oh, warte mal. So. Oh, ich denke nicht, dass ich dich hier schon mal gesehen habe. Bist wohl neu in der Stadt, was? Ich bin mir sicher, dass du hier gut reinpasst. Hier, das geht aufs Haus. Betrachte es als Willkommengeschenk. Pechersaft. Ich hoffe, dich ab und zu mal zu sehen. Übrigens, das klingt vielleicht jetzt etwas komisch, aber... Ich liebe sie. Willst du mal mein Bart ablecken? Gibt es irgendein Tier, das du besonders magst, damit ich, weißt du, dich für mich gewinnen kann? Katze oder Hund? Hund. Oh, was für ein Glück du doch hast, mich zu treffen. Neulich kam ein Händler hier vorbei und beim Sohn der Schwester der Freundin seiner Tante gab's Nachwuchs. Von mir. Wenn du wiederkommst, nachdem du Farmfan fertig bist, könnte ich ein Junges für dich haben. Der macht dich aber voll an, ne? Viel Glück. Ja, ich gehe dann kurz auf. Wo ist ein Farmfan? Verdammt, wo gehe ich hin? Keine Ahnung. Ich folg dir mal. Können wir weiter? Als nächstes schauen wir im Supermarkt vorbei. Folge mir auf Twitch, Twitter, YouTube. Weil ich bin Farmfan. Sie farmt. Aber ich bin Farmfan. Ich bin Farmfan. Ich bin Farmfan. Ich bin Farmfan. Im Supermarkt werden Dinge verkauft, die du täglich brauchen willst. Hier gibt es Tierfutter, Saatgut, Werkzeug und andere praktische Sachen. Während du damit beschäftigt warst, mit Rowan zu flirten, war ich drüben bei den Händlern. Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie verkaufen nicht nur Waren, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf das Verkaufsplatz legen und anklicken. Du kannst auch was anderes anklicken. Diese Samen werden dir gewiss noch nützlich sein, wenn du einen dicken Bauch bekommst. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück. Der perfekte Zeitpunkt, um Kindergeld zu bekommen, sich den Weg zur Farm und zurück zu merken. Hier lang. Ach so lang. Ich glaube, wir sollen die doch fertig machen. Alter, wie sie rennt so. Das ist ein Iris. Lol. Auf einmal ist sie voll schnell. Ria. Oh. Bei mir bleibt ihr beide. Hier sind wir, dein neues Zuhause. Auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber du wirst dich schon einleben.
Du bist etwas außerhalb des Dorfes, verglichen mit uns anderen, weil du bist nichts Besonderes für uns. Hoffentlich wird dein Haustier dich vor der Einsamkeit schützen, sobald es da ist. Falls nicht, komm einfach zu uns, die Straße runter. Wir plaudern gerne. Ich weiß das mit den Mutterinstinkten so. Wir sollten uns wohl mal die Felder ansehen. Folge mir erneut. Yeah. Es ist wunderschön, das Feld. Mit der Hacke kannst du den Boden umgraben, um Samen einzupflanzen. Wie das aussah. Bei mir. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hacke aufladen, um einen größeren Bereich umzugraben. Dein Gesicht. Versuch's mal und pflanze ein paar Samen für mich. Und das Kindergeld kriege ich dann dafür. Falls du sie verloren hast, bekommst du welche bei den Händlern in der Stadt. Ja, dann los. Mach die Knechtarbeit. Du sollst sie einsam. Ja. Mit der Hacke. Genau. Aua. Es muss schön aussehen, ne? Kannst auch gedrückt halten. Oder hast du... Oh, wie geizig, nur ein. Ja, Erfolg, Freundschaft. Ich habe ihn nicht gelesen. Tolle Freundschaft, ey. Hm. Gut gemacht. Hier ist eine kleine Belohnung für deine gute Arbeit. Babyschnuller. Du kannst die Gießkanne benutzen, um deine Pflanzen zu bewässern. Und falls jemand mit einem weißen Shirt kommt, kannst du es auch machen. Wenn du deine Pflanzen nicht täglich gießt, vertrocknen sie. Vertrocknete Pflanzen wachsen nicht. Los geht's, versuch's mal. Weißes Shirt. Ich schreib mal kurz wen an. Okay. Jo, du bist doch toll. Gieße die Pflanze. Sieht so aus, als ob du es langsam in den Griff kriegst. Ich bin zu nah. Ja, eine weitere Belohnung. Ich glaube, es wird einige Zeit brauchen, bis sie wächst. Tatsächlich bekomme ich langsam etwas Durst. Kannst du diese Notiz an Woven überbringen und mir was zu trinken holen, weil ich so faul bin? Vielleicht hat er ja sogar ein paar Aufgaben für dich. Ich warte denn hier auf deine Rückkehr. Weil ich so faul bin, um mal selber hinzulatschen. Ja. Gut. Ja. Also, ich würde sagen, wir wären beste Freunde, oder? Bitte nicht. Ich musste Samen für sie pflanzen. Ich finde das so lustig mit dieser Teleportation hier. Ich sehe die nicht mal. Bei mir ist alles voll normal. Ja, ich bin auch Server-Admin. Deswegen vielleicht. Weiß ich nicht. Naja. Sie wow. Mach's gut. John mit Moose größer als 3. Ist die Notiz für mich? Wurmfern hat dich also geschickt. Um hier mehr Saft zu holen, was? Mehr Saft. Sie trinkt viel zu viel davon. Wie wär's es damit? Du hilfst mir bei ein paar Besorgungen und ich werde sehen, was ich tun kann. Nichts Großartiges also, oder so. Bring das etwas zu live im Gemischtwarenladen. Ihr weiß schon, was ich brauche. Hartes Zeug. Es ist eine Bestellung, auf die ich jetzt schon fast eine Woche warte. Billy Boy. Wie du vielleicht siehst, bin ich einfach zu beschäftigt, um das Gasthaus unbeaufsichtigt zu lassen. Weil hier gibt's Diebe und so, weißt du? Flirt fürs erste Dieb. Ja, wer weiß, ne? Oh, oh. Ja, ja. Ah, la, la, la. Boah. Ich bin sportlich. Ja. Nee, nee. Ich betreibe dieses riesige Geschäft. Es heißt Live. Komm mal vorbei.
Oh, also hat Wolfen endlich jemand geschickt, der seine Bestellung gestellt hat. Er hat sich ja lang genug Zeit gelassen. Was es auch ist, es riecht langsam komisch. Ich bin froh, wenn ich es endlich los bin. Hier der Rollator. Übrigens, Glückwunsch zu deinem neuen Haustier. Muss schön sein, solch einen guten Kameraden zu haben. Hier draußen kann es ziemlich einsam werden. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist ja auch egal. Ich hab auch was für dich. Das wird definitiv nützlich für dich sein, jetzt wo du dein Haustier hast. Wir verkaufen hier lauter praktisches Zeug. Schau dich ruhig jederzeit um und kauf, was du gerade brauchst, damit ich meine Miete zahlen kann. Aber sorg jetzt erstmal dafür, dass dieses Paket von hier verschwindet. Lange halte ich den Geruch nicht mehr aus. Oh, what? Riech. Oh. Das sind Maximilians alte Socken. Oh Gott. Jetzt bist du der Hellbote. Yay. Yeah. Ei. Oh, dieses überwältige Aroma. Du hast mein Päckchen. Ich sag doch, hartes Zeug. Oh, erstmal das Weiß von der Nase kratzen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Der einnehmende Duft. Diese unvergleichbare Aromen. Aaron, haha. Du willst wissen, was in diesem Paket ist? Es ist ein spezieller fermentierter Fisch. Mm. Es gibt da draußen nur wenige Inseln, die so ein Schätzchen produzieren, also kommt man auch entsprechend schwer davon, denke ich mal, oder so. Oder dran. Ich finde es toll, live zu necken, indem ich ihn den Laden liefern lasse und beklaue. Aber genug davon. Ich habe mir gut vorstellen, dass du nichts anderes willst, als Tierchen zu sein. Als dein Tierchen zu sein. Oh, habe ich dir noch das... Was? Habe ich dir das noch nicht erzählt? Ich habe dein Haustier bereits rüber zu Formfern geschickt. Das ist nur ein Zettel mit ein paar Anweisungen für Formfern. Bitte, gib ihn ihr von mir. Und vergiss den Saft, den sie weiter. Ich habe ihn bereits zukommen lassen. Das ist widerwärtig. Nun bald, ich liebe und begrüße deinen neuen Gefährten. Denk daran, du bist hier jederzeit willkommen. Amsi ist meistens mehr los, also komm am besten dann vorbei. Du solltest sie doch nicht zu lange draußen bleiben. Draußen macht es weniger Spaß. Es ist immer noch am besten, nachts im eigenen Bett zu schlafen. Do you know what I mean? Ich glaube, der will dich. Nein. Vergiss es. Also, ich hab vergessen, wo wir wohnen. Wir wohnen da. Farmfan sollen wir. Glaube ich. Nein, wir wohnen nicht da. Ach so, da hinten wohnen wir. Die ist doch da hinten, oder? Hä? Ja. Ach, da. Ich kenne mich aus. Gut, okay. Hui. Na, 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 na. Na, na, na. Hey. Na, na, na. Einfach durchgehen. I don't care. Hm. Und wo ist mein Saft? Du hast keinen? Wolf meinte, er hätte sich um alles gekümmert. Oh. Übrigens, ist der Brief für mich? Sag mir hier, ich hab Freunde. Also, er muss ja nicht gleich so direkt werden.
Aha. Wir haben 5 Kinder. Naja. Denn wohl kein Saft. Zum Glück bin ich eine herzensgüte Person. Ansonsten hätte ich dein Tier jetzt bald nur gegessen. Bitte sehr. Ich sollte dir am besten auch noch beibringen, wie man die Tierhüte platziert. Die Tierhüte? Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was anderes willst. Du kannst die Tierhüte ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hütte nach Belieben drehen. Na los, versuch's doch mal! Wollen wir das drin machen? Ja, komm. Wir sollen ja nicht draußen bleiben. Hier so? Ja, das ist perfekt. Hey, eine Kiste ist viel wert. Geht das drin?